Auf den ersten Blick mag das Ganze vielleicht wie ein ganz gewöhnlicher Salat aussehen, aber dieser enthält wirklich eine Reihe an Zutaten, die das Ganze richtig orientalisch schmecken lassen. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass Kreuzkümmel in einem Salat lecker schmecken kann, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Hier kommen wir auch schon direkt zu den Zutaten. Wir benötigen ganz normalen Eisberg- oder Romanersalat, eine halbe Gurke, sowie etwas Spitzpaprika, Tomaten, glatte Blattpetersilie, Lauchzwiebeln oder rote Zwiebeln. Ganz wichtig ist auch Knoblauch, das darf auf gar keinen Fall fehlen, der gibt dem Ganzen wirklich das gewisse Etwas. Und gewürzt wird das Ganze, wie bereits erwähnt, mit Kreuzkümmel, da sollte man auch nicht zu wenig von nehmen, sowie Zitronensaft, getrocknete Minze, natürlich eignet sich frische am besten. Und zum Schluss noch etwas geschmacksneutrales Öl oder aber Olivenöl. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Nun wird das Ganze nur noch durchgemischt und fertig ist der leckere Salat. Salzen tue ich das Ganze an dieser Stelle nicht, da er sonst zu viel Wasser lassen würde. Das macht dann jeder für sich selber. Und ich verspreche euch Leute, wenn ihr den einmal gegessen habt, ihr werdet ihn immer wieder so zubereiten. Ich serviere diesen Salat super gern zu Fleischgerichten. An diesem Tag habe ich Falafel zubereitet. Das Rezept dazu findet ihr ebenfalls genau jetzt auf meinem Kanal online. Ich habe beides einfach parallel online gestellt. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch, wie ich meinen Salat serviert habe. Wir essen das Ganze in Kombination mit einer leckeren Joghurt-Minz-Soße und natürlich darf auch frisch gemachtes Pfannenbrot nicht fehlen. Alle Rezepte verlinke ich euch nochmal am Ende des Videos. Sieht das Ganze nicht lecker aus, Leute? Ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen. Also probiert es unbedingt mal aus und hinterlasst dem Video gerne einen Daumen hoch als auch ein Abo auf meinem Kanal. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.